nie hierher gekommen. Also ich für meinen Teil, ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe ja meine Seele habe ich schon verkauft. Von meiner Freundin die Seele habe ich auch schon verkauft für einen Pakt, aber bis heute noch nichts zustande gekommen. Also ich bin nicht der Vertragsverbrecher. Ja, Verbrecher, genau. Vertragsbrecher. Nee, aber das ist scheiße. Wenn man in der Hölle ist, muss man sagen, hier, pass auf, ich bin ein böser Bubele, man kommt nie umsonst in die Hölle. Einsicht, meine Freunde. Einsicht ist der Weg, na gut, zur Besserung nicht mehr, weil dann ist zu spät, dann bist du in der Hölle und du schmorst Ewigkeiten in der Hölle. Ne? Aber ich will ja dahin, ne? Weil warm und so. Ne? Wolken mag ich nicht so. Ne. Gehen wir mit der Cloud weg. Ja, ich habe auch gedacht, wir wären ihn los. Es ist 7 Jahre her. Bist du immer noch sauer, weil er dich fast geschlagen hat? Ich glaube schon. Fick dich! Oh ja. Es hat sich vieles verändert, seit er die Stadt verlassen hat. So viel ist sicher. Ich muss eine Botschaft aus. Also können wir das Programm nie beschleunigen? Also einfach sagen, ihr könnt bei mir jetzt persönlich Ablassbriefe einkaufen, die kosten 5.000 und dann kommt ihr, wenn ihr so einen Brief kauft, dürft ihr mal für 2 Wochen in den Himmel. Ne? Da bin ich zufrieden, ich hab Geld, ihr wart mal 2 Wochen in den Himmel, ihr habt mal Urlaub machen können. Finde ich super. Finde ich viel besser als so ein Hotel. Viel, viel besser. Ihr müsst erfahren, wer jetzt wirklich das Sagen hat. Willkommen daheim. Hallo. Du wünschst dir gleich, du wärst nie hergekommen. Sag Hallo zu einem neuen Status Quo. Ein jeder weiß, ein neuer Tag ist dran. Schalt den Fernseher an. Na, aber schreien die so rum. Nun kommt ihr zu einem gewissen abgehalfterten Star, der nach 7 Jahren Abwesenheit wieder in der... Na, tut mir leid, hat gebimmelbommelt. ...der Stadt gesichtet wurde. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr ihn vermisst? Mehr dazu in der Sendung heute Abend. Der Radiodämon ist also wieder da. Was er hier will, ist nicht klar. Was bedeutet das für Ihre Familie? Zum Glück habe ich gute Nachrichten. Er ist ein Loser, ein feiges Schwein. Und ich will nicht zu gemein sein. Nee, ich bin da... Nee, ich war Steve Mann. Jeder ganz gewandt. Ich bin sichtbar. Ihr kommt hörbar. Ihr verschwendet Ihre Zeit. Kein Wort, das er sagt, ist gescheit. Ich gönne ihm den Urlaubsspaß. Leider ist er nicht ins Gras. Versteckt sich da im Radio. Im Fernsehen läuft die große Show. Sein altes Medium. Das ist eigentlich Big Brother in der Hölle. Ne? Ich finde, das ist ein Konzept, das sollten wir uns hier oben mal auf unseren irdischen Leben mal auf die Fahne schreiben. Wir brauchen Big Brother in der Hölle. Ne? Von mir aus, wir müssen ja nicht in der Hölle starten, wir können ja erstmal in so einen Supervulkan. Ne? Beispiel jetzt. Ne? Wäre jetzt nur ein Beispiel. Das würde ich mir angucken. Und zum Beispiel, keine Ahnung, die müssen ja da immer hier... ne, so, ja, Dings schaffen, Spiele schaffen. Das erste Spiel ist 1 gegen 1 über Vulkan und wer halt reinfällt, ja, hat logischerweise dann verloren. Finde ich viel interessanter. Mach das doch mal. Viel, viel besser. Da würde ich auch wieder Fernsehen gucken. Blutet langsam aus. Ohne ihn war's hier genial. Wo er war, ist scheißegal. Grüße an. Wir hätten ja... Wenn man jetzt Richtung Rom guckt, ne, also da gibt's so ein Ding, das heißt Kolosseum, könnte man ja solche Spiele mal austragen. Es ist schön, wieder auf Toll. Sendung zu sein. Ja, es ist eine Weile her, doch es ist gar nicht schwer, euch eine Sendung mit Niveau zu bieten. Ihr könnt euch freuen. Die Stimme ist ja zum Heulen. Statt eines aufgeblasenen, mächtigeren Videopodcasts. Von wem? Boxt der Mumm oder ist der nur dumm? Den neuesten Trends nachzujagen kann man kaum ertragen. Ignoriert das Gelaber. Ein neues TV-Format. Heute gibt's Horror, morgen Western. Nee, ich möchte den Gelaber zuhören. Hallo. Es ist nicht stark, auch wenn er sagt, nur dank Support ist er am Start. Er wäre machtlos, hätte er nicht die anderen wie. Ach, bitte! Als Sahnehäubchen fast auf Knien, bat er mich, komm zu mir ins Team. Sagte nö, und das hat er mir nie verziehen. Du Arsch, bist komplett veraltet. Du wirst geviertelt und gestreckt. Oh, aber das Problem ist... Ich werde dich was ich ja so an dem Konzept so schwer finde, ne... Also Sünder bleiben doch Sünder. Egal, wie die sich da Mühe geben, dass die haben eine schlimme Tat begangen. Bei mir wär's Schokolade geklaut als Kind. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. 20, glaube ich, ja, ungefähr. Und ich habe meine Seele verkauft. Ne, und die Seele von meiner Freundin. Aber weiß ja nichts von. Ne, muss ja auch keiner hier herausfinden, ne, wäre ein bisschen doof. Ne, also, ja, dann finde ich nie gut. So ein Konzept sollte man doch lieber im Himmel machen. Ne?
wäre doch viel interessanter. Und die, die das, die dann verlieren, die kommt dann in die Hölle. Viel, viel geiler, weil wer will schon in Himmel jemanden haben, der zwar die Spiele bestanden hat und seine Seele gereinigt hat, aber der vorher Bonbon geklaut hat. Was will man mit so einem im Himmel? Ganz kriminell. Nee, solche bleiben hier weg vom Himmel. Nee. Ich fürchte, du hast dein Empfangssignal verloren. Also solche dürfen sich gar nicht erst im Hotel anmelden. Jetzt geht's los. Du wirst. Ja, stimmt, das wäre die nächste Frage, ne? Wem gibt man denn, also welchen Seelen gibt man denn die Möglichkeit? Also da müsste man ja auch Regeln irgendwie einbauen, ne? Man kann ja jetzt nicht sagen, ja, keine Ahnung, irgendwie jemand, der ein paar Leute um die Ecke gebracht hat, der hat nochmal die Chance, in den Himmel zu kommen. Das ist ja scheiße. Dir wohl, ich wär nie hergekommen. Schalte ein, komm, mach das. Dein Status quo weiß dann genau, das war's. Oh, das wird ein Spaß. Gut. Ich kann die nächsten 30 Wochen nicht mehr schlafen. Aber ist nicht so schlimm. Wollte ich eh nie. Warum auch, ne? Also die Augen werden mich jetzt verfolgen. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß. Also, welche Leute oder welche verirrten Seelen sollte man die Möglichkeit geben? Jetzt einer, der jetzt wirklich mal so ein Schokolade geklaut hat, ne? Oder der vielleicht, keine Ahnung, zu auf Party gemacht hat. Oder der vor der Ehe irgendwie hier ne? Netflix und Chill oder wie das heißt, da gemacht hat. Ich bin Jungfrau, ich kenne sowas nicht. Also sind solche dann definitiv für sowas qualifiziert oder sind da schon zu schlimme Sünder? Wann hört eine Sünde auf? Wann fängt eine Sünde an? Nee, das wäre mir viel zu viel Papierkram. Dann lieber die Leute, die oben im Himmel sind. Ne, das ist einfacher. Sünden herausfinden ist total einfach. Da finde ich bei jedem oben im Himmel eine Sünde. Mindestens eine. Ne? Ich werde Qualitätsprüfer. Ich wollte zuerst mich selbstständig machen in der Hölle, aber nee, ich werde, glaube ich, Qualitätsprüfer im Himmel. Ne? Und die Leute, die gesündigt haben, also alle, kommen runter in die Hölle. Das ist, nee, mache ich. Ne? Also wir sehen uns dann irgendwann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt so genau das Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.